Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtfleisch und gemeinsam mit meinem Kollegen Herrn Marco Metzger darf ich Sie sehr herzlich zum heutigen Lunch-Update begrüßen. Inflation besiegt, Ausrufezeichen, Zinsen runter, Fragezeichen. Sie merken schon an der Wahl der Satzzeichen, dass hier noch einige Fragestellungen offen sind. Und wir wollen uns diesen Themen nun nähern. Zum einen betrachten, was sagen denn die aktuellen Inflationsdaten? Wie sind die marktbasierten Inflationserwartungen? In welchem Kontext steht das auch mit aktuellen Konjunkturdaten, speziell bezogen auf die Eurozone? Und hier blicken wir im Kern auf die ehemalige Wirtschaftslokomotive, nämlich Deutschland. Und dann zum Abschluss werden wir nochmal die Überlegungen zusammenfassen, um auch die Fragestellungen aufzugreifen, mit denen sich Anleger beschäftigen können. Marco, beim Blick auf die aktuelle Inflationsrate in dieser Woche, was haben wir denn gesehen? Ja, genau. Erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite. Die aktuelle Inflationsrate liegt bei 1,8% und demnach seit langer Zeit mal wieder unter dem Ziel der Europäischen Zentralbank. Wobei hierbei zu beachten ist, dass die Kerninflation mit 2,7 nach wie vor über diesem Ziel liegt. Christoph, wie setzt sich die Veränderungsrate denn eigentlich konkret zusammen? Das ist natürlich ein sehr interessanter Punkt, weil die Frage ist natürlich auch immer, was kann die Geldpolitik überhaupt beeinflussen und was kann sie nicht beeinflussen? Und Sie sehen das hier in diesen Balken dargestellt und wir sehen, dass dieser Inflationsanstieg, der ja dann auch im zweistelligen Bereich gelandet ist, in der Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr, da sehen Sie eben rund 40% dieser damaligen 10% Inflation. Die kam eben allein aus den Energiepreisen. Und nun sehen wir jetzt eben in den vergangenen Monaten, dass die Energiepreise immer weniger eine Rolle gespielt haben, sondern sogar zu einer Disinflation beigetragen haben. Und das große Thema, mit dem wir uns aktuell noch beschäftigen müssen, das sind im Endeffekt die Preiskomponente, die Inflationskomponente aus den Dienstleistungen. Von daher da natürlich auch der Blick auf die Arbeitnehmer respektive auf die Löhne. Und Sie alle werden es selbst bemerkt haben. Natürlich sehen wir aktuell Lohnsteigerungen, die für den Moment oberhalb der jetzigen Inflationsrate liegen. Aber wenn wir uns die Veränderungen über die letzten 4 bis 5 Jahre anschauen, dann reichen diese Reallohnzuwächse natürlich noch nicht aus, um die Reallohnverluste der letzten Jahre zu kompensieren. Von daher kann man festhalten, wir werden wahrscheinlich weiterhin noch Lohnabschlüsse sehen, die oberhalb der aktuellen Inflationsraten liegen. Aber wir sehen, es gibt eben auch hier eine Tendenz nach unten, eben auch dieser Indikator der Europäischen Zentralbank mit Stand Ende zweites Quartal 2024. Da sehen Sie eben auch, von Werten von 4,7% sind wir runter auf rund 3,5%. Also man könnte sagen, ja, es gibt hier eine gewisse Entschleunigung, aber die Veränderungsrate ist immer noch da. Und hier müssen wir uns eben auch klar machen, das wird etwas sein, das die Geldpolitik nur sehr, sehr schwer beeinflussen kann, genauso wie die Geldpolitik natürlich auch die Energiepreise nicht steuern kann. Also hohe oder niedrige Leitzinsen, das wird für die Gasversorgung Europas keine große Rolle spielen. Von daher, wenn wir dann auch gleich diesen Sprung machen, dann sehen wir, dass die marktbasierten Inflationsraten, also wo man aus Tauschgeschäften, sogenannten Swaps, Inflationsschätzungen herausliest, dann sehen Sie das auf der linken Seite für die zweijährigen Laufzeiten, auf der rechten Seite für die fünfjährigen Laufzeiten, dunkelblau die USA, im Türkis entsprechend die Eurozone. Und da sehen Sie schon 1,6% für 2 Jahre, 1,74% für 5 Jahre. Also die Kapitalmärkte, zumindest abgeleitet aus diesen Schätzungen, die sind momentan sehr sorglos, was das Thema Inflation angeht. Und von daher ist es natürlich auch ganz plausibel unseres Erachtens, dass wir hier Erwartungen haben an die Geldpolitik, die vereinfacht gesprochen so aussehen, dass wir aktuell einen Leitzins haben von 3,5% und dass wir auf der rechten Seite, die sind hier jeweils abgetragen, die nächsten Termine an, denen die Europäische Zentralbank für geldpolitische Entscheidungen zusammentrifft. Da sehen Sie eben jeweils schon diesen Abschlag. Also minus 25 Basispunkte bedeutet also nochmal von heute gesehen eine Zinssenkung um 0,25% für die Sitzung im Dezember nochmal 0,25%, was sich dann eben aufaddiert. Und da sehen Sie dann eben in der Spitze, irgendwann läuft es dann seitwärts, aber mal für Herbst 2025 von heute an gesehen, Zinsen, die um 1,75% niedriger sein sollen als heute.
Und wenn Sie dann vom heutigen Satz von 3,5%, 1,75% abziehen, dann könnte man sagen oder kann man sagen, dass auf Basis dieser Erwartung dann ein Leitzins von 1,75% zustande kommen würde. Also das durchaus plausibel, wenn wir eben auch in Betracht ziehen, dass diese Marktschätzungen korrekt sind, eben auch als Reaktion auf ein sehr wichtiges Thema, die wirtschaftlichen Daten, die wir uns gleich anschauen. Ansonsten hier nochmal die Zinsstrukturkurven mitgebracht, weil Sie werden vielleicht selbst eine Baufinanzierung haben. Da haben Sie typischerweise nicht den kurzfristigen Zinssatz als Referenz für Ihre Zinskosten, sondern eben eine langfristige Zinsfestschreibung, 10 bis 15 Jahre. Und auch bei Finanzierung ist es eben relevant, welchen Risikoaufschlag möchte die Bank haben. Das heißt, die Bank sagt, wie hoch ist die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen. Wir wollen einen Risikoaufschlag, wir wollen eine gewisse Marge. Und deswegen sind diese langfristigen Kapitalmarktzinsen auch noch wichtiger in vielen Fällen als eben diese kurzfristigen Leitzinsen. Und da sehen Sie diese Zinsstrukturkurve für deutsche Bundesanleihen als wichtigster Zins in der Eurozone. Da sehen Sie eben diesen Zins noch vor 3 Monaten in Grau oder vor 6 Monaten hier in Orange und dann über die verschiedenen Laufzeiten. Wenn Sie dann mal zum Beispiel jetzt eben mal gerade den 10-Jahres-Zins betrachten, dann sind wir da aktuell noch irgendwo bei knapp über 2% und vor 3 Monaten waren wir da bei Werten von ungefähr 2,6%. Also 0,5 Prozentpunkte Rückgang. Das ist natürlich eine Hausnummer und von daher aus unserer Perspektive auch immer sehr wichtig, A, natürlich auf die Leitzinsen zu schauen, aber B, zu überlegen, was bedeutet das für die Zinsstrukturkurve? Werden die kurzfristigen Zinsen auch in der Zukunft oberhalb der langfristigen Zinsen liegen oder werden wir sehen, dass die inverse Zinsstrukturkurve jetzt erstmal Geschichte ist und die langfristigen Kapitalmarktzinsen oberhalb der Leitzinsen liegen? Also von daher fallende Zinsen ja, aber man muss differenzieren, auf welcher Ebene. Es ist offensichtlich, Europa hat Wachstumsprobleme. Wir haben jetzt hier speziell Deutschland herausgenommen. Sie sehen hier den IFO-Geschäftsklimaindex, der doch ein sehr guter Indikator, zumindest für die Stimmung im Land. Und Sie sehen in Blau die Erwartungskomponente an die nächsten 6 Monate. In Rot sehen Sie die aktuelle Lage und Sie sehen schon die A, die Richtung und B, das absolute Niveau. Wenn Sie da mal auf der Zeitachse mal nach links wandern, dann hatten wir natürlich das Thema Corona und natürlich dann zwischendurch auch mal diesen extremen Einschlag auf die Lage und die Stimmung durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Aber wenn Sie dann mal weiter nach links gehen, dann merken Sie schon, da müssen Sie ganz schön viele Jahre überspringen, um dann mal wieder auf eine Phase zu kommen, die wir irgendwo im Nachgang der Finanz- oder im Rahmen der Finanz- und Hypothekenkrise hatten. Also von daher, auch wenn man das nochmal zusammenfassen will an dieser Stelle, zurückgehende Inflationsdaten plus wirtschaftliche Probleme respektive eine fehlende Dynamik. Es ist einfach sehr wenig bis kein Wachstum da. Das sind natürlich Punkte, die alle dafür sprechen, dass man die Zinsen senkt. Was noch dagegen sprechen könnte, dass man zu viel Zinseuphorie haben sollte oder dass vielleicht der Markt etwas zu positiv ist, was Zinssenkungen angeht, aber auch vielleicht zu negativ, was die wirtschaftlichen Daten angeht. Deswegen hier mal die Kreditvergabe mitgebracht. Das ist auch die Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent. Und das sehen Sie hier in dunkelblau, die Kreditvergabe an den privaten Sektor. Und da sehen Sie eben auch, dass es jüngst wieder angesprungen. Wir sehen auch, dass die Baufinanzierungsnachfrage steigt. Also dieser Aspekt, den wir sehen, dass A, Menschen gewöhnen sich an ein höheres Zinsniveau. Und B natürlich, dass dann eine Veränderung nach unten von diesem Zinsniveau, was jetzt jüngst deutlich höher war als im jetzigen Zeitpunkt, das führt natürlich dazu, dass nun vielleicht Investitionsentscheidungen, sei es bei der Neuanschaffung, sei es bei der Reinvestition, nun umgesetzt werden, was natürlich auch wiederum die wirtschaftliche Stimmung begünstigen könnte. Ja, das bringt uns auch schon zum Fazit und den Überlegungen. Zum einen, fallende Leitzinsen erscheinen plausibel. Wir haben die Inflationsdaten gesehen, wir haben die Inflationserwartungen am Markt behandelt, aber Umfang und Geschwindigkeit sind vielleicht weniger sicher als vom Markt erwartet. Von daher, unser Plädoyer wäre es hier auf die Kreditvergabe zu schauen. Wir leben ja in einem ungedeckten Geldsystem, von daher ein Großteil der Geldschöpfung passiert ja im privaten Kreditgewerbe. Und eben auch Thema Zweitrundeneffekte genau zu sehen. Was sehen wir eben bei den Lohnabschlüssen? Welche Auswirkungen könnte das eben auf die Kaufkraft und damit auch die Inflationsrate haben?
Wir sind uns relativ einig, denke ich, dass diese inflationäre Sondersituation vorbei ist. Das Thema Ukraine, Energiesicherheit, Strompreise und ähnliches. Diese Sondersituation ist rum, aber diese langfristigen Treiber, Stichwort Elektrifizierung, Transformation der Wirtschaft, Alterung der Gesellschaft, Demografie, Arbeit könnte vielleicht auch strukturell einfach teurer werden, plus natürlich die unheimlichen Investitionen, die notwendig sind, um A, die Energiesicherheit sicherzustellen, aber vielleicht auch B, sich unabhängiger zu machen von dritten Staaten. Die werden natürlich unheimlich viel Geld kosten. Von daher kann man durchaus auch die Meinung ins Kalkül ziehen, dass eben die Sondersituation vorbei ist, aber die Inflationsraten in der Zukunft strukturell höher sind als eben in der disinflationären Phase der Zeit nach der globalen Finanzkrise. Cash ist nicht mehr King, auch das natürlich ein Punkt. Finanzielle Entscheidungen werden oft in die Zukunft verschoben. Das war jetzt auch sehr angenehm, weil wenn das Festgeld fällig wurde, das nächste Festgeld konnte zu höheren Zinsen vereinnahmt werden. Es gab recht attraktive Geldmarktzinssätze. Da sind wir nun der Meinung, es wird nun Zeit, überschüssige Liquidität sinnvoll zu allokieren, aber in diesem Kontext auch darüber nachzudenken, welche Rollen sollen denn zum Beispiel Anleihen haben, weil Anleihen, die sie halten, beispielsweise als Festgeldersatz oder Anleihen, die dazu dienen, um in einem Rezessionsfall die Portfolios zu stabilisieren, weil man dann bei fallenden Zinsen und bei der Flucht in Stabilität typischerweise bei bonitätsstarken Anleihen Kursgewinn hat, das ist natürlich eine ganz andere Rolle, als wenn Sie beispielsweise Unternehmensanleihen schwächerer Bonität, Hochzinsanleihen, Wandelanleihen oder sonstige Verbriefungen einsetzen, die vielleicht vom Risiko schon eher in Richtung Aktienmarkt gehen. Also von daher bei der Wahl der Anleihen immer darauf achten, welche Rolle sollen Sie im Portfolio haben und danach die Charakteristik auswählen. Natürlich die Zinswende nach unten, und die sehen wir global mit wenigen Ausnahmen, die hat natürlich auch einige Gewinner. Denken Sie an das Thema Immobilien. Denken Sie vielleicht auch an das Thema Infrastruktur, das haben wir hier im nächsten Punkt hier aufgegriffen, weil zinsnahe Anlageklassen mit fundamentaler Bedeutung, die sollten Auftrieb erhalten. Also auch hier das Thema Infrastruktur, glauben wir, wird auch ein Thema sein, was ohnehin strukturelle Bedeutung hat, sowohl in der klassischen Infrastruktur, also Straßen, Brücken, Logistik, aber natürlich auch in der neuen Infrastruktur, seien es Stromleitungen, Datencenter und ähnliches, weil natürlich auch die Themen rund um die Digitalisierung, die künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, die benötigen ja extreme Kapazitäten, extreme Speicher, aber haben natürlich auch einen extremen Hunger nach Energie. Und Infrastruktur ist naturgemäß eine eher zinsnahe Anlageklasse, ähnlich wie Immobilien. Von daher könnte das auch hier nochmal ein Treiber dafür sein, dass neben diesem strukturellen Bedarf nun hier nochmal ein Katalysator in dieses Thema hineinkommt. Negative Überraschungen, die sind natürlich nicht auszuschließen. Wir haben das Thema Staatsschulden, wir haben das Thema Wahl in den USA, wir haben momentan die Thematik, dass China sich in einer Deflationsspirale befindet, bei der man versucht zu reagieren, was vielleicht auch dazu führen wird, dass wir vielleicht mit mehr Protektionismus im Westen auf verschiedene Themen reagieren, was dann wiederum unsere eigene Industrie belasten könnte. Also diese Überraschungen sind nie auszuschließen, also sprich, dass die langfristigen Kapitalmarktzinsen steigen, obwohl es der Wirtschaft nicht gut geht und obwohl die Inflationsraten sich nicht weiter in die Desinflation bewegen. Von daher, Anleihen sollten nicht der einzige Diversifikator im Portfolio sein. Deswegen im Aktienbereich, das wissen Sie, da sind wir ein großer Freund, die Aktienquote mit einer sogenannten Protected Put Strategie zu ergänzen, bei der man die Aktienquote oder respektive das Schwankungspotenzial nach unten auf vielleicht 10-15% begrenzt, um einfach einen anderen Pfadverlauf zu bekommen als mit symmetrischen Aktienstrategien, die unbegrenzt nach oben gewinnen, aber natürlich auch nach unten ungedeckelt stattfinden können. Also das Thema Diversifikation wieder mehr durch Anleihen im Vergleich zur Zinswende nach oben. Anleihen haben jetzt wieder die Chance zu diversifizieren, aber Thema Schulden und geopolitische Events, man muss es noch durch andere Anlagestrategien ergänzen. Die würden wir weniger bei den Anleihen sehen, sondern eher in sogenannten Protected Put Strategien, dann auf Basis von breiten Aktienindizes versehen mit Termingeschäften. Ja, meine Damen und Herren, das soll es auch von unserer Seite noch gewesen sein. Marco, von deiner Seite zum Abschluss noch einen oder anderen wichtigen Punkt. Ich denke, du hast alles gut aufgegriffen, Christoph. Von daher soll es das gewesen sein an der Stelle. Ja, meine Damen und Herren, dann dürfen wir uns bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanken.
wünschen Ihnen einen schönen Feiertag. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.